und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich mach das. Tourette kocht Montana bei legendären Nudelauflauf. Wo sie die Idee her haben. Die Frage stellen wir an der Stelle mal nicht, oder? Intro heute einfach ja, mal ohne Jan. Ja, nicht, du Arschloch. Ja. Geht da, ja. Arsch. Schöne Küche bei Sturmwaffel an der Stelle. Doch. Wem gehört das? Freddy, muss dein Gesetz überall rumstehen. Da sind wir einmal bei dir in der Küche und schon steht hier ein Corona rum. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen... Haben sie das einfach zensiert? Kein Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Es ist nun endlich mal wieder an der Zeit dazu, dass wir ein Kochvideo machen. Da meine Küche ja leider erst am 3. August eingebaut wird, hat der liebe Sturmwaffel uns heute... in seine Küche eingeladen. Genau, ne? Wir dürfen heute in seiner Küche kochen. Ich glaube, es gab noch nie einen anderen Hintergrund als heute. Nee, abgesehen von dem Gladbach-Orden hier, den kann ich umdrehen. Aber ansonsten... Ich glaube, den sieht man gar nicht. Ich habe gerade gemerkt, dass jemand meinen Gladbach-Ornament umgedreht hat. Tschüss, 40 Euro. Digga. Ja. Genau, wir wurden heute in diese wunderschöne Küche eingeladen, um mal wieder ein Kochvideo aufzunehmen. Ja, geil. Oh ja, ich habe was ganz Besonderes vorbereitet. Kannst du dir schon ungefähr denken, was wir machen? Ja, du hast mir das schon dreimal erzählt. Nein, habe ich nicht. Ich habe es dir doch noch nicht erzählt. Du hast mir sogar den Link geschickt. Habe ich überhaupt nicht. Also wir werden... Also, hast du eine Idee? Was? Nee, ich habe es vergessen. Ah ja, wahrscheinlich. Ich glaube etwas mit Fleisch. Ja. Digga, Junge, also... Dass die das jetzt auch machen, ne? Ein Zufall hier, ne? Es ist wirklich ein Zufall. Nein, bah, ich kann das so nicht trinken, Alter. Dann lass es zu. Nein, ich lass es nicht zu. Das tun wir hier rüber. Wir werden heute den legendären Nudelauflauf von Montana Black machen. Genau, ich bin mal sehr gespannt. Es klingt ganz lecker. Das wird dann im gleichen Zug auch direkt das Abendessen für uns beide und den... Ah ja. Wir haben uns hier Hackfleisch besorgt. Kackfleisch. Paprikas. Heilig! Alles klar, Bro, mach ruhig. Juden kennt. Okay. Mozzarella haben wir noch. Zwiebeln. Hallo! Nein, keine Mozzarella. Aufheben. Nein. Knoblauch. Dann kommt da noch die legendäre Ofenspirelli à la Mama. Oh, er hat sie gefunden. Wir haben es ohne Ofenspirelli à la Mama gemacht. Eis und natürlich Nudeln nicht zu vergessen. Aber vorher werden wir uns nochmal das Video angucken, weil ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Was ist das denn Schönes? Das sieht nicht genießbar aus. Das ist Leitgel. Zum Sprühen, glaube ich. Hey, warum steht hier so viel rum? Digga. Na! Junge. Stressig, stressig, stressig. Da oben im Bild ist Paluten, das ist richtig, ja? Den hat Sturmwaffel da aufgestellt, in der Hoffnung, dass er Klicks bekommt. Ging das? Ach nee, das war dein Schuh. Auf jeden Fall schauen wir jetzt erstmal in das Video von ihm rein, um uns nochmal anzuschauen, wie das Ganze funktioniert. Und wünschen euch sehr viel Spaß bei diesem Video, Leute. Ja, Freddy, das wird mit deiner Küche passieren. Ach ja, stimmt. Mal sehen, wie Freddys Küche danach aussehen wird. Digga, also, die haben mich ja auch gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mit denen was zu kochen. Denk mal, wir werden das nächste Woche auch mal angehen. Ich bin mal gespannt, Alter. Ja, wir müssen ja auf jeden Fall alles wieder so hinterlassen, wie es vorher war. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es aussieht. Das schaffen wir. Bestimmt. Komm, wir schauen mal rein. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Oh, ich hab das Creme Fraiche vergessen. Warte. Ohne Mozzarella, ganz einfach. Ist denn ernst? So, okay, wir haben jetzt das angeguckt. Ich denke, wir wissen ungefähr, wie es funktioniert. Ja. Ich habe unsere Schürzen mitgebracht. So, los geht's. Okay, wir haben jetzt in dem Topf unsere Nudeln drin. In dem Topf kommt dann jetzt anscheinend das Hackfleisch rein. Okay. Ja. Ich hau mal das Fleisch hier rein. Und ich glaube, ich habe da eben sogar noch ein bisschen Olivenöl in das Fleisch reingeschüttet, ne? Ja, das... Sehr gut, das ist super. Kann sein. Dann das war gewollt, das war gewollt. Hm. Okay. Kinderfleisch. Wir können ja eigentlich währenddessen schon mal ein bisschen zu schnibbeln anfangen, oder? Sollen wir das Spongebob-Brett nehmen? Ja, das ist Freddys Lieblingsbrett. Bitte mach das nicht kaputt. Das ist Freddy wirklich hauenheilig, ne? Das ist ihm wichtig. Wie viele Zwiebeln brauchen wir? Zwei. Paprika was geht. Ist immer richtig. Hey, heil Hitler! Wir haben die Sachen natürlich voll. Ja, gut. Gewaschen. Lügt doch nicht! Ist das so gut, dass ich so schneide oder soll ich lieber in Streifen schneiden erstmal? Willst du die Kerne rausholen? Oh, schon, die haben ja Kerne. Deswegen. Oder willst du die Zwiebeln schneiden? Ich schneide die Zwiebeln. Mit der Zwiebelbrille. Freddy hat uns extra so eine Brille gegeben, der meinte, damit brennen die Augen nicht so. Bro, what the fuck, Digga? Der verarscht euch, Mann. Der verarscht euch einfach straight up. Das solltest du auch privat tragen, steht dir echt gut. Ja, wahrscheinlich. Schwanning schützt deine Augen, Digga, wenn du die ganze Zeit Olivenöl ins Auge gesprüht bekommst, Bro. Ach so, entkernt man die. Die ist so stark. Ich stech dich ab, Amanacreme. Und tatsächlich brennt die Augen nicht. Also die Brille scheint zu helfen, muss man sagen. Ich muss sagen, ich hab's echt vermisst zu kochen. Weil es ist ja eigentlich so ein fester Bestandteil. Ja, das schallert schön in die AdSense-Einnahmen rein. Ja, das ist stimmt. Aber auch ein fester Bestand. Es ist auch so, dass das Kochen wirklich gut in die AdSense reingeht. Kanalzelle. Aber hauptsächlich das Geld. Ach Quatsch. Willst du jetzt auf der Königsallee shoppen fahren oder nicht? Ja, tut mir leid, ich mache ja schon weiter. Man hat die
Espresso und mache. Das machen Sie fein. Danke. Ja. Danke schön. Ich weiß doch auch nicht. Das ist ja ein großer Topf. Aber interessant, was. So real, Alter. Wollt ihr auf der Königsallee shoppen gehen? Ich sehe ja Tim mit so einer drippenden Rolex und allem drum und dran. Da sehe ich ihn sehr, Digga. Ja, alles an Büchern hat, ne? Der hat so eine krasse Küche. Der hat bestimmt eine Knoblauchpresse. Ja, guck mal, ob der. Da greife ich dir mal zwischen den Schritt, du Opfer. Und was sehe ich da? Er hat wirklich eine. Freddy hat ja alles. Ich glaube, wir sollten hier einfach immer kochen. Freddy hat keinen Thermomix. So ein Loser. Wir wohnen einfach ab jetzt hier. Ja. Mais. Laufen! So, dass es monetarisiert werden kann. Als ob man das nicht sehen darf, das Bier. Ja, dann Apfelsaft wegpacken. Tim mal ein Umstyling verpassen. Boah, Tim mal anständig Klamotten kaufen, wäre wirklich mal wild, ne? Das ist Corona. Lass mich in Ruhe. Sollen wir, das hier die... Du darfst die eigentlich auch wieder ausziehen, du bist ja fertig. Ach ja, stimmt. Ne? Sollen wir den Mais nehmen oder den? Ich würde den aus der Dose nehmen. Er sagt doch auch, frischer Mais aus der Dose, sagt Monte. Das ist ganz wichtig, dass es frischer Mais aus der Dose ist. Okay. Egal. Ist ja alles sauber. Egal. Egal. Nein, mach nicht alles rein. Wir müssen eigentlich ein Kochbuch rausbringen. Schande! Schande! Greta Thunberg ist nicht erfreut. Ja, ich glaube, der Biomüll kommt hier echt in die graue Tonne rein. Ah ja, was machen die jetzt? Aha, du Säufer. Du hast mir das Ganze in die Hand gelegt. Aha, es hat dann. Das stimmt nicht, Tim hat wirklich ein Alkoholproblem. Ich habe das schon mehrfach mitbekommen, Leute. Deine Hand abgefärbt. Warum ist das schwarz? Findest du gerade behindert, hä? Doch, es besteht mein Job. Oh, der Front. Der Front, Junge, man kennt ihn. Meiner auch. Wir werden morgens mit dem Bus abgeholt. Was? Was? Das wird Subsound bei mir, Digga. Mein du. Dieser Song ist in meiner Playlist drin, ne? Was kütte alles rein? Alles, also quasi die Zwiebeln. Das ist eine One-Topf-Geschichte, Digga. Da kommt wirklich alles einfach in einen Topf rein. Mais, Digga. Das ist ganz, ganz klar, Digga. Das ist, gehört alles zusammen, wa? Das gehört alles zusammen. Das ist klar wie Kloßbrühe, mein Freund. Die P-Frucht und Mais, das kommt zum Schluss. Und das Hackfleisch kommt da auch mit rein, wenn ich nicht komplett falsch bin. Da ist Biomüll. Da ist Biomüll. Ah. Biomüll gefunden. Ja, dann können wir das gleich darin schütten. Darin? Oh, nee. Schütt es darin, Junge. Wenn da keiner ist. Ja. Hier, Messbecher gefunden. In Zucht. Deswegen sieht auch sein Gesicht so aus. Ich hab jetzt einfach gehofft an der Stelle, dass irgendwie eine Vive kommt. So. Naja. Genau. Perfekt, Digga. Alles schön daneben. Wir werden morgens mit dem Bus abgeholt. Ja. Ja, Mann, Digga. Ich fühl den Track. Abfahrt. Oh, das sieht geil aus. Sieht's wirklich. Das nicht, das ich. Oh, Digga, diese ständige Fronts. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Schiss, Alter. Wenn ich mit dem was koche, Junge. Nicht, wenn der tatsächlich mir da alles auseinander gibt. Aber das ist lecker. Oh ja. Hallo. Oh, geil. Na, ekelhaft. Bäh. Jetzt noch die Zwiebels und dann sind wir fertig. Dann kommt noch der Mais rein. Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool findet, wenn wir in verschiedenen Videos mal verschiedene Leute so in ihren Küchen besuchen würden. Absolut tolles Format. Also besucht einfach Leute in ihren Küchen. Das ist ein tolles Format, wirklich. Aber wir müssen noch den Mozzarella schneiden, den du so gerne durch die Gegend wirfst. Ja. Sieht aber schon geil aus. Das ja, Creme, wir haben das Creme Fraiche voll vergessen. Aber nicht so Alter. Schlimm. Es muss das Creme Fraiche mit Kräutern sein, über das sich Monte aufgeregt hat. Das ist ganz wichtig, Digga. So, das reicht, oder? Für die erste Schicht. Ja. Können ja mal, die machen den Auflauf jetzt ja hundertprozentig richtig. Schaffst du das? Reinschleich. Und Freddy meinte, er ist auch sehr schreckhaft, ne? Das hat sehr gut funktioniert. Was macht Freddy? Ach, scheiß doch drauf. Das sieht ja aus wie die Bonner Nordstadt. Das ist The Last of Us. Wir sind zu 0,1% professionell. Ach, Quatsch, bei euch läuft das doch alles auch relativ. Läuft immer super, nie Echo drin. Ja, ja, super bei uns. Euer Sound ist immer Baba. Also, euer Sound ist immer maximal geil, wirklich. Das ist voll geil.
Ey, du, alles entspannt. Ich freue mich nur aufs Essen gleich. Ja, echt. Ich glaube wirklich, sie sieht schlechter aus. Also, Tön, du hättest wenigstens nicht reinrotzen dürfen. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bäh! Das war die nachträgliche Überraschung. Oh, jetzt kocht's, aber jetzt sind wir aber zum richtigen Zeitpunkt wiedergekommen. Ja, ey, Jungs, ihr seid's einfach, Mann. Das ist gut. Das hält die ganze Familie zusammen. Boah, du bist so ein Wichser, Tim. Du bist ein richtiger Wichser, weißt du das? Wieso triggerst du ihn? Inzucht! Schalalalala. Hab nochmal Bock, mit den beiden einzusaufen, wa? Ja. Leute. Es riecht lecker aus, ja, genau. Hättet ihr eigentlich mal Bock auf Tourette in der Tanzschule? Absolut. Da hab ich richtig Bock drauf. Ich hab Bock auf Tourette im Schweizer Messerwerk. Ich hatte da voll Lust drauf, weil ich wollte schon immer mal... Tourette im Waffengeschäft. Richtig tanzen lernen. Ja, Tim, besser wär's. Dann lern es mit mir, ich kann es. Komm. Ich bin ein Naturtalent. Dance-Battle. Dance-Battle. Ich hab vermisst zu kochen, das ist das geilste Format ever. Oma und Opa. Waren Geschwister. Hallo, wir drehen gerade. Scheiße, Mann. Du Arschmaus. Bisschen leiser, bitte. Ich zieh gleich das Kabel. Wir sind jetzt fertig mit dem Nudelauflauf. Der kommt jetzt in den Ofen für wie lange? 3 Tage. Der muss 3 Tage kochen. Das war aber das Problem früher bei Monte. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Probieren. Du wirst in den Ofen geschoben. Jetzt warten wir eine halbe Stunde und dann müsste das Ding fertig sein. Perfekt, Bro. Genau, ich schmeiß mir jetzt ein paar Pillen und... Ich schmeiß mir jetzt ein paar Pillen auf casual angelegt, Digga. Danach sehen wir uns wieder. Mit Pillen meine ich Epilepsie-Medikamente. Ja, wahrscheinlich, Digga. Wir wissen alle, dass du Ecstasy nimmst. Dann putzen wir jetzt noch die Küche, weil wir sind hier ja zu Gast schließlich. Und da will man ja nicht alles so dreckig hinterlassen. Unnötig, Digga. Immer wenn ich bei Freddy koche, räume ich nicht auf und gehe einfach. So. So. Es geht los. Freust du dich schon? Ich hab ein bisschen Angst. Wieso hast du Angst davor? Das ist ein Montana Black Auflauf, da sind keine Spritzen drin. Ah, wobei... Schockgüsel. Ja. Da kommt die Wolf entgegen. Sieht so lecker aus. Hier ist Curry Ketchup. Ah, sogar. Ja, der gute. Curry King. Stimmt, ist ganz wichtig, dass zu dem Auflauf noch Curry Ketchup dazukommt, hat Monte gesagt, ne? Ich finde aber, der Käse sieht so aus, als hätte der Auflauf noch 1-2 Minuten gekonnt, wa? So, dann gebe ich dir zuerst mal ein Stück. Ja, vielen Dank. Das sieht geil aus. Sieht echt nice aus. Da ist nur Paprika drin. Heil Hitler! Ach, Digga. Ja! Wir gucken jetzt zu, bis du erstickst. Okay, perfekt. Ja. Soll ich dir auch noch was richtige, drauf? Richtige Creeps, wie sie Freddy so angucken. Und? Wie ist? Sag mal. Hallo. Das schmeckt echt mega gut. Ich finde, es ist auch gut gelogen. Ja, 10 von 10. Danke an Monte für dieses leckere Rezept. Dass du das mit der Welt geteilt hast, schmeckt echt mega lecker. Ja, war eine mega geniale Anregung. Ah. Das kriegst du drin, ne? Also, hier habe ich gesagt, da ist noch was drin. Ja, gut. Kriegen wir auch noch irgendwie Feedback, wie es geschmeckt hat oder was? Oh ja. Wie viele Kochlöffel gibst du von 1 bis 10? Oder wie viele Get on my Level Zeichen? Hm? Es gibt 30 Get on my Level Zeichen. Ich gebe 9,4 von 10 Get on my Level Zeichen. Ja, aber das ist viel. Eine gute das ist Bewertung. Gut. Was sagt ihr? Was gebt ihr euch selber? Ich würde 10 sagen. Ich würde 10 von 15 möglichen Fresh geben. Du, Jan? Ich auch. Ich bin echt zufrieden. Kackermaus. So, Leute, wir essen jetzt noch ein bisschen weiter. Vielen Dank an dich, dass wir hier kochen durften. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Dass du uns gerettet hast. Grüße. Und deine Küche zur Verfügung gestellt hast. Gerne, gerne. Und falls ihr weitere Rezeptvorschläge habt, schreibt uns die gerne in die Kommentare, Leute. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Und ich fand es ziemlich lustig, muss ich sagen. Mhm. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Wir wünschen euch was? Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss. Schaut bei Freddy vorbei. Nee. Doch, checkt den Kanal Schwammwaffel aus. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig, Digga. Wo ist er denn? Ganz wichtig. I just can't let you go.